Всем привет! Сегодня во вторник мы были 10-15 FMS за талончик за место, ну, за регистрацию на место жительства. И там жена нам сказала, у нее уже талончик нету. Она сказала, нам надо с 9 заехать. И я просто не могу понимать, как это работает, потому что с 9 FMS будет работать. И она сказала, 10 часов они уже нету, талончика. Вот. Теперь нам пятница с 9 опять. За талончик, за регистрацию на место жительства, заехать на FMS. Also, hallo liebe Freunde, wir waren eben in der FMS für den Coupon, sag ich jetzt mal, für den Termin an dem Ort, an dem wir leben, für die Registrierung. Und sie sagt, sie hat keinen Termin mehr. Wir hätten um 9 Uhr da sein müssen. Es ist nur unklar, wie das funktioniert, das Ganze, weil ab 9 Uhr arbeiten sie. Sie sagt, Stunde später um 10 Uhr, sie hat keine Termine mehr. Jetzt heißt es für uns am Freitag wieder dahin, wieder ab 9 Uhr und versuchen, einen Coupon, ein Zettelchen zu bekommen für den Termin, wann wir kommen können für die Registrierung. Der Peter, такой ситуации, если у нас не будет регистрации на место жительства, мы не можем зарегистрировать машину, мы не можем сделать медполис. И без медполис мы не можем сделать медосмотр, ну, для школы, для наших детей. И школа начинается уже через 3 недели, и папа тоже не может потом на работу заехать. Это вообще большая проблема для у нас. И не знаю, как может решить это проблем, ну, пока так. И, наверное, сейчас переводим на немецкий язык. Also, liebe Freunde, ohne diese Registrierung am Wohnort können wir das Auto nicht registrieren, was wiederum Probleme gibt, damit Papa auf Arbeit fahren kann. Und ohne diese Registrierung am Wohnort können wir keine Krankenversicherung machen, um diese medizinische Untersuchung für die Schule zu machen. Und die Schule, die beginnt schon in 3 Wochen. Also, das ist jetzt die Situation. Ja, jetzt hoffen wir auf Freitag, wie in dem Sinne Pjatnice. Ich sage, как вам, говорит, ну, благословит вас всех Бог. Gott segne euch alle. Mi очень благодарны, что вы с нами. Also wir sind sehr dankbar, dass ihr mit uns seid. Всем пока. Auf Wiedersehen.